Danke, Frau Präsidentin. Ja, so kann man jetzt einige Wortmeldungen natürlich nicht stehen lassen, die da vom Rednerpult aus getätigt worden sind. Wenn der Herr Kollege Schreuder von den Grünen und der Herr Kollege Köck von der ÖVP sich da rausstellen und von Hass und Hetze sprechen, ist ja allein das schon, bringt ja allein das schon ein wenig zum Schmunzeln. Aber wenn man dann ein bisschen hinter die Kulissen der ÖVP und hinter die Kulissen der Grünen schaut, dann erkennt man gleich, das ist wieder einmal nur Heuchelei. Denn Hass und Hetze der Grünen gegen die Autofahrer müssen 90% der Österreicher ertragen. Ohne, dass es irgendeinen Bericht gibt, dass sich irgendwer beschwert. Jetzt kann man sich das danken, dann bald nicht mehr leisten. Die Frau Gewessler reibt sich die Hände. Der Herr Kogler hat genau das umgesetzt, dass es schmerzen muss, an der Zapfsäule zu stehen. Das ist die Hass und der Hass und die Hetze der Grünen gegen die Autofahrer. Aber ihr macht auch keinen Unterschied, ÖVP oder Grüne, Hass und Hetze. Was war denn? Oder was wird denn wieder kommen dann jetzt bald? Hass und Hetze gegen Ungeimpfte. Da hört man nichts. Da steht man am Rednerpult und verbreitet Hass und Hetze aller Schreuder, aller Köck von der ÖVP gegen Ungeimpfte. Da der Herr Diefnick hat sogar behauptet da heraus, Ungeimpfte müssen verfolgt werden. Diese Hass und diese Hetze ist euch allen egal. Ihr seid Heuchler. Traurige, falsche Heuchler. Und dann stellt sich der Herr Köck allen Ernstes daraus. Der Herr Köck, man muss es wissen, auf der Galerie, um vielleicht zur Information, der Herr Köck ist von der ÖVP, sitzt da vorne in der zweiten Reihe, stellt sich hier heraus und wirft anderen Regierungen vor, sie seien korrupt. Und Scheindemokratien. Also noch einmal, der Herr Köck ist von der ÖVP, der wirft es anderen Regierungen vor und wir und die ÖVP hat so viele Politiker, die wegen Korruption schon verurteilt wurden oder wegen Korruption gerade verfolgt werden, wie keine andere Partei in ganz Österreich. Ihr habt sogar im Bundesrat in euren Reihen welche sitzen, wo gegen Korruption ermittelt wird, immer noch. Ich nenne jetzt keine Namen. Und dann lässt der Herr Köck vor, wie viele ja ungeschoren davongekommen sind. Ja, das war ja nur in der Zeit, wo der Herr Pilnercheck noch die Fäden gezogen hat im Innenministerium. Danke an die Frau Zadic, dass Sie den gefeuert haben, weil das passiert jetzt nicht mehr. Aber es hat ja, weil wir sagen, bei der Frau Zadic Sinn, ich habe sie ja beobachtet, wie der Herr Köck von anderen Regierungen und anderen Regierungschefs gesprochen hat, die korrupt sind, haben ja sie selber lachen müssen. Ich habe mir schon denken können, was sie sich da gedacht haben. Und kommen wir noch einmal zurück zum Herrn Schreuder von den Grünen. Hass und Hetze. Ich erinnere Sie jedes Mal wieder. Es ist noch nicht lange her, da sind Sie, Herr Schreuder, an der freiheitlichen Fraktion vorbeigegangen und haben diese als Nazi-Schweine beschimpfen. So viel zu Ihrer Glaubwürdigkeit, wenn es um Hass und Hetze geht. Und dann, wenn es um Demokratie noch geht und alle die Krokodilstränen vergießen, weil es in anderen Ländern mit der Demokratie ja so schlecht bestellt sei. Aber in Österreich leben wir ja im Hort der Seligen. Jetzt gibt es einen Standardartikel, der titelt Forscher. Also noch vielleicht zur Erklärung. Der Standard steht jetzt der Freiheitlichen Partei de facto nicht nahe. Also da kann man jetzt behaupten, was man will, aber der Standard hat kein Näheverhältnis zur Freiheitlichen Partei. Und der titelt wie folgt. Forscher stufen Österreich auf Status einer Wahldemokratie zurück. Wie Profil berichtet, gilt die Republik nun nicht mehr als liberale Demokratie, sondern nur mehr als bloße
Wahldemokratie. Darunter ist zu verstehen, dass Bürgerinnen und Bürger zwar ihre Stimme abgeben dürfen, abgesehen davon hapere es aber an den Bedingungen, die eine Demokratie ausmachen. Ich zitiere weiter. Der Bericht basiert auf einem Datensatz, der mit Bewertungen von 3.700 Experten aus über 180 Staaten gespeist wurde. Also 3.700 Experten, also das sind dann wirkliche Experten, nicht eure 3, 4, 5 Hanseln, die angebliche Corona-Experten sind, die man alle 3, 4 Tage einmal austauscht, sondern das sind jetzt 3.700 wahre Experten aus 180 Staaten. Und wissen Sie, mit welchen Ländern die uns jetzt gleichsetzen? Den gleichen Sprung nach unten machen noch Ghana, Portugal und jetzt kommt's, sowie Trinidad und Tobago. Auf dieser Stufe befinden wir uns jetzt mit unserer Demokratie. Also, bevor noch einmal ein einziger Abgeordneter von den Grünen-Heuchlern oder von den ÖVP-Heuchlern sich hier herausstellt und über Demokratie, Freiheit, Hass und Hetze spricht, denkt einmal über eure Schandtaten nach, die Sie in den letzten 2 Jahren von hier aus den Bürgern auferlegt haben und verhaltet euch ruhig, wenn es um Hass und Hetze geht. Weil da seid ihr komplett die falschen Ansprechpartner.